Kurz Probleme mit dem Sound gehabt, aber macht nichts. Jetzt läuft es und damit herzlich willkommen. Ja, und damit herzlich willkommen zu dem Tutorial, schätze ich, von Vampire the Masquerade Bloodhunt. Der Einfachheit halber werde ich nur Bloodhunt sagen. Das ist was. Hey, man kann schlagen, okay. Ziele, nutze deine geschärften Sinne, um einen Sterblichen zu finden, von dem du trinken kannst. Ja gut, ich spiele hier einen Vampir. Und das ist irgendwie süß, schätze ich. Und irgendwie auch etwas seltsam. Na gut, machen wir mal das Tutorial X, okay. Dahin, ich kann Space drücken zum Springen, okay. Kann ich auch rennen? Nein, der rennt automatisch. F halten zum Trinken. Links Steuerung zum. Ah! Man kann rutschen mit Steuerung links. Das ist interessant. F halten zum Trinken. Ja. Ach so, mehrmals drück, okay. Das ist, man muss gegen die Wand rennen und dann wirklich in die Wand reinrennen und mehrmals Space drücken, okay. Okay, Gleitsprung, Steuerung links und. Ah. Jo. Each with different advantages. Learn their benefits and decide which best fits your strategy. Okay. Ah, man kann sich hinhocken. Okay. Ja, das ist, denke ich, ganz interessant. So, da unten haben wir wen. Das ist, wie es aussieht, der einzige. Gibt's Fallschaden? Nicht so wirklich. Hi! Moment, 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 Moment. Sanguinisch. Blutresonanz von Gesundheit pro Sekunde. Ah! Gesundheitsregeneration sozusagen. Nice. Nehme ich. Artsterbkraft einzusetzen. E. Okay, E und Q. Gut, das ist nicht so schwer. Was kann der? Okay, der kann einen Schlag machen. Clankraft. Oh lol. Okay. Das war irgendwie so ein Hulk-Jump. Ich weiß nicht, ob ihr mal Lego Marvels Superheroes gespielt habt oder ähnliches. Aber da gab es so einen Supersprung, den konnte man aufladen. Kann man das hier auch? Nicht so wirklich. Okay, Waffen, ja, warum nicht? Revolver, gib mir. Und schon vollgeladen, und das ist gut. Sowas, das hasse ich an PUBG zum Beispiel. Wenn man da eine Waffe aufhebt, ist sie nicht aufgeladen. Also durchgeladen. Thompson, eine Tommy Gun.
Schrott. Nein, was ich will den. Ich will den Revolver, aber ich will auch Akimbo-Armbrüste. Oh, eine Akimbo. Kampfaxt? Kann man. Ja! Okay. Und auf 3 ist die Axt. Schick. Blutbeutel ist wahrscheinlich Heilung, denke ich. Großkaliber. Ist das eine. Ja, ich bleib mal bei der Tommy Gun. Es ist. Ich bleib mal bei was, was schnell schießt. Oh, hallo. Rüstung, gib mir. Inventar öffnen mit I. Ah, das stelle ich um. Also ich hoffe, dass man das umstellen kann. Mit I-Inventar. Gut, das ist natürlich sehr naheliegend, aber dann doch etwas unpraktisch. Geißelklingen. Oh, das ist nice. Die nehme ich mir doch. Oh, hallo. Jau, und wie geil er die hält. Okay. Ja, sehe ich. Sehe ich wirklich. Was ist das? Gasneutralisierer. Pistolen Akimbo. Nein, das. Ich bleib beim. Revolver für den Moment. Ah ja. Okay, das ist. Die Sicht hier hat leicht was von Assassin's Creed. Sind die Gegner auch markiert? Nein. Naja, mehr oder weniger. Nein, das wollte ich eigentlich nicht, aber gut, man kriegt keinen Fallschaden. Das wissen wir jetzt. Und dann würde ich sagen, einfach mal rein da, oder? Jo, wie viel hält der aus? Okay, die kann man auch austrinken. Salben. Salbengewehr will ich keins, ganz ehrlich. Okay, öffnen. Ah. Ne Minigun! Oh, aber die Thompson, die wollte ich eigentlich. Ah. Aha. Ah. Es gibt Pinks. Okay. Schön zu wissen. Schön zu wissen, Revolver, ja, den habe ich ja, oder ist das ein anderer? Keine Ahnung. Ich nehme den. Einfach mal, nein, dürfte der gleiche sein. Das ist eine Shotgun, die will ich nicht. Nein, Tommy Gun, ja. Kimbo-Pistolen. Gut. Da hinten, das waren wahrscheinlich noch die Waffen von vorhin. Was steht da? Warning. Kurven in Effekt. Okay. Ja, Blatthand. Mein Gott, die Autos hier halten aber auch wirklich nichts aus. Ach Gott. Ja, da hinten gibt es noch was. Das ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich hier. Hallo. Irgendwas verpassen kann, aber. Oh lol, man muss I drücken. Okay. Das ist interessant. Das ist sehr interessant und das würde ich sehr gerne wechseln. Ja, das ist bestimmt Heilung, nehme ich an. Und dann gibt es ja noch was. Ich denke nicht. Oh nein. Ah!
Man muss Space gar nicht, also die Leertaste gar nicht öfter drücken zum Hochklettern. Man muss sie nur gedrückt halten. Okay. Ja gut, dann gehe ich mal zum Punkt. Ah ja. Ja. Rein in die U-Bahn, Fragezeichen. Was? Ha. Okay, ja. Wähle einen Archetype. Okay. Jetzt muss ich mir eine Klasse aussuchen. So, was haben wir denn? Fangen wir ganz links an. Der Saboteur. Der sieht irgendwie, kann man den nicht drehen? Sieht nicht so aus. Der sieht irgendwie so aus wie der, den wir gerade hatten. Bruja. Schläger, Frontkämpfer. Der Schläger eilt seinen Verbündeten zu Hilfe und hält Gegner in Schach. Kräfte gleitender Sprung führe einen weiten Sprung nach vorn aus, ja. Passive Fertigkeit, wahre Stärke. Der Schläger heilt bis zur Hälfte seiner Gesundheit, solange er keinen Schaden erleidet. Interessant. Schockwellenhieb, Entfessler, eine Schockwelle, die Geschosse umlenken kann. Das ist interessant. So, der typische Angreifer sozusagen. Dann Vandale. Rücksichtsloser Raufbold. In der Faust des Vandalen liegen gewaltige Energien, die der im Kampf erhöhte Ausdauer und vernichtende Stärke verleihen. Okay. Ein gleitender Sprung. Ah, okay, so einen weiten Sprung haben anscheinend mehrere. Passiv-Adrenalin-Rausch. Erhalte mittlere Schadensresistenz, wenn Gegner in deiner Nähe sind. Okay, der ist mir so ein bisschen so der Tank, mehr oder weniger. Erdschock, springe nach vorn und krache auf den Boden, um Schaden zu verursachen und deine Gegner in die Luft zu schleudern. Okay, bisschen Tank, bisschen Paladin, mehr oder weniger. Dann der Saboteur. Yo. Verstohlener Fallensteller. Der Saboteur bewegt sich durch die Schatten und stellt Fallen, die allzu kühne Gegner bestrafen. Okay. Verschwinden. Ah, der hat keinen Sprung, der hat Verschwinden. Werde unsichtbar und bewege dich für kurze Zeit schneller. Okay. Unsichtbarer Gang, werde halb unsichtbar, wenn du dich duckst. Okay. Kanalisationsbombe. Wirf eine Bombe, die explodiert und ein giftiges Gas freisetzt, wenn Gegner sich ihr nähern. Oh, das hört sich auch interessant an, aber so vom Style her würde ich hier einen von denen bevorzugen. Hier mit so einer schicken Lederjacke. Ja gut. Was gibt's noch? Animalist. Okay, die sehen sich ähnlich, haben aber doch so ein bestimmte Unterschiede im Aussehen. Okay, Moment, hier. Das steht oben hier. Ich kann es euch ja zeigen. Eigentlich habe ich die Aufnahme von der Maus deaktiviert, aber den Kreis sieht man trotzdem. Finde ich irgendwie schon gut. Bruja, keine Ahnung. Ist anscheinend so mehr oder weniger die Klasse, mehr oder weniger von denen. Oder die Zugehörigkeit, keine Ahnung, wie man das jetzt so genau einordnet. Der hat hier Nosferatu. Und der ebenfalls. Okay, ja, Animalist. Erbarmungsloser Jäger. Der Animalist beherrscht sowohl die Lebewesen der Natur als auch das Tier in seinem Inneren. So gewinnt er einzigartige Fähigkeiten, mit denen er seine Gegner aufspüren und enthüllen kann. Okay. Hört sich jetzt so beim ersten Mal durchlesen irgendwie wie die Drohne in Darwin Project an. Kennt ihr das noch? Darwin Project? Das ist. Warte, ist das. Ja, lol.
Lol. Anscheinend gibt's immer eine männliche und eine weibliche Klasse. Hier, männlich. Ja, bisschen weiblichere Statur. Dann hier der. Und achtet mal auf die Brust. Der hier oder die hier trägt einen BH. Interessant. Ja, zu den ja, Fähigkeiten, Kräften, whatever. Verschwinden, werde unsichtbar und bewege dich für kurze Zeit schneller. Ah ja, okay. Das scheint hier so die Nosferatu-Kraft zu sein. Okay. Passiv, das Tier spüren. Schwer verwundete Gegner hinterlassen eine Blutspur, die ihre jüngsten Bewegungen verrät. Okay. Okay. Kundschafter Famulus. Schicke Fledermäuse los, um ein Gebiet auszukundschaften. Sie machen für dich vorübergehend Gegner auch durch Wände hindurch sichtbar. Und das ist genau wie die Drohne in Darwin Project. Aber hört sich richtig gut an. Das ist so von dem, was da steht und von dem, was die können, gefallen mir die beiden bisher am besten. So, was haben wir noch? Was? Toreador. Torida? Sirene. Atemberaubende Schönheit. Okay. Sirenen suchen stets die nächstbeste Gelegenheit, um Gegner mit ihrer Schönheit zu blenden. Wie darf ich mir das vorstellen? Ah, Clan! Das sind die Clans hier! Okay, jetzt haben wir den richtigen Begriff. Das sind die Clans. Und in einem Clan hat jeder so eine Fähigkeit. Okay. Also eine, die gleich ist, dann noch klassenspezifische. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Projektion Blitzangriff. Erzeuge eine Projektion deiner selbst, zu der du sprinten kannst. Das wird wahrscheinlich so ein mehr oder weniger kleiner Beam sein. Blutsverwandten Zauber. Zivilisten in der Nähe sind verzaubert, wodurch sie dir und deinem Team vorübergehend freundlich eingestellt sind. Ja gut, das ist dann sowas für einen Teamplayer. Okay. Blendende Schönheit. Verwandle dich in reine Schönheit, die alle Gegner in der Nähe blendet und ihnen Schaden zufügt. Okay. Ah ja. Ach, so wie eine Blendgranate, mehr oder weniger. Okay, ja gut, dann können wir uns die vielleicht auch noch kurz ansehen. Gut, die Schockwelle. Ah ja. Die lenkt Kugeln um. Interessant. Gut, hier den Sprung, den kennen wir schon, den haben wir schon gesehen. Und das geht anscheinend auch in der Luft. Oh, das ist interessant. Ja gut, das... hier Erdschock. Ja gut, genau das, was da steht. Dann verschwinden. Oh lol. Okay. Unsichtbarer Gang beim Crouchen. Ah ja. Ja gut, aber den sieht man doch noch etwas. Okay, aber sieht ganz interessant aus. Kanalisationsbombe. Okay. Okay. Ah ja. Und Verwundete hinterlassen. Oh, das ist auch interessant. Hier Kundschafter Famulus. Ach nein, die kann man an den Punkt schicken und wenn er einer durchrennt, okay. Okay. Also bisher gefallen mir die beiden eigentlich ganz gut. So, wie sieht das hier aus? Projektion Blitzangriff. Ah ja. Okay. Ja, pff, gut.
Blendende Schönheit, das hatten wir ja gerade. Bisschen so wie eine Flash, also wie eine Blendgranate zum Beispiel. Und dann haben wir noch was. Die Muse. Verjüngende Präsenz. Immer wenn Verbündete zögern, greift die Muse ein und schenkt ihnen mit ihrem Zauberlied neuen Mut. Ja, Projektion Blitzangriff haben wir gerade schon gesehen. Ist das gleiche wie bei dem davor? Ja, genau. Dann letzter Akt. Frische deine Abklingzeiten auf und ermögliche den Einsatz von Kräften, wenn du am Boden bist. Ah. Okay. Okay. Verjüngende Stimme, oh lol. Du fällst in einen Ruhezustand, der dich und nahestehende Verbündete heilt. Okay, nein, das ist so die Heilerin. Der dich und nahestehende Verbündete heilt, solange die Fähigkeit kanalisiert wird. Das Erleiden von Schaden oder der Einsatz der Kraft während des Kanalisierens unterbricht den Zustand. Okay. Okay, gut, aber das hier, die beiden, die sind, denke ich, eher was für Teamplayer, weil ich meine, das mit dem hier mit dem Blenden, das ist zwar so auf den ersten Blick ganz interessant, weil ich nehme an, die werden nicht umsonst geblendet werden, die werden wahrscheinlich Alarm geben, wenn sie angegriffen oder ausgetrunken werden, aber also das hier sind eher so Klassen für Teamplayer. Das bin ich irgendwie eher nicht. Dann hier ist wahrscheinlich mehr so was für Leute, die direkt reingehen. Und ganz ehrlich, da sehe ich mich auch nicht. Also nehme ich einen von denen. Unsichtbar beim Crouchen. Und die Bombe. Ich nehme den. Ich nehme mal den. So. Für den Notfall, Masquerade Blutjagd. Wenn du deine vampirische Natur gegenüber Sterblichen offenbarst, okay. World of Darkness. Genau. Entwickelt von Shark Mob. Ja, genau. Aber wurde das jetzt beendet? Nein, oder? Das ist das. Ich habe jetzt nicht umsonst das Tutorial durchgespielt. Ich hoffe nicht. Beliebige Taste. Hallo, ja. Bereit für den Early Access? Auf jeden Fall. Blutsverwandter, unsere Reise geht mit dem Start des Early Access in die nächste Etappe. Wir testen Spiel und Server mit neuen Features auf Herz und Nieren. Sei mit dabei, ja, sehr gerne. Netzwerktest. Ja, okay. Wartung 14, am 14. Okay. Server wieder online am 15. Vergleichsweise sehr schnell. Wir freuen uns immer über Feedback, damit wir das Spiel noch besser machen können. Können gar nicht abwarten, von dir zu lesen. Wir sehen uns bei Sonnenuntergang. Dein Shark-Mob-Team. Okay. Ah ja. Rang 1. Bei Rang 1 kriegt man Cosmetics. Nice. Solo, Modus wechseln, F2, bereit, F1. Ah. Oh, das ist. Oh, hallo. Aha, Outfit. Ah. Das ist so der Shop.
Okay. Kosten. Ach! Wie nice. Kostenloser Battle Pass. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut. So, das heißt, dass die Outfits hab ich auch in einem Battle Pass kaufen, um. Okay. Oh, das sieht aber schick aus. Die Brille? Ja, gut, okay. Bei dem Face hilft die Brille jetzt nicht sonderlich viel, aber gut. Aber gut, das ist, schätze ich, hier um das Zeichen, das wird so Spielerbanner, genau. EP-Bonus, ja, okay. Und das kriegt man kostenlos. Ja, sieht auch ganz nett aus. Ah, und dann ein richtig schickes Symbol. Komm her, Emote. Okay. Marken ist wahrscheinlich die Währung. Blut-Make-up. Hilft ein bisschen, aber. Ganz ehrlich. Bei dem Face helfen nicht mal Tonnen von. Keine Ahnung. Ja, Make-up. Eyeliner. Hier. Lidstrich. Obwohl, Lidstrich würde bestimmt gut aussehen. Ha. Ein Banner, Emote. EP-Bonus. Verzerrung-Tattoo. Oh, yo! Oh, das passt mega zu meiner Klasse. Ja, wobei wird wahrscheinlich allen gut stehen. Ganz ehrlich? Das ist echt schick. Gut, das hier, das sieht jetzt irgendwie ein bisschen schon fast schon langweilig aus, aber alles in allem sieht das schon verdammt gut aus. Ah ja! Oh, das sieht auch nice aus. Gut, aber wir sind jetzt nicht hier, um den Battle Pass durchzusehen. Naja, irgendwie schon. Erster Part. Jo. Richtig schicke Lederjacke. Oh, das ist auch nice. Jo. Freunde. Ganz ehrlich, ich glaube, den Battle Pass, den hole ich mir. Wie weit das auch geht. Hier, Sith-Augen, auch nicht schlecht. Aber erst so gegen die 90, yo. Okay, klar, gut, das ist ein Outfit für weibliche Charaktere, sehe ich ein. Sehe ich absolut. Moment. Nein, zurück. Okay. Manche Dinger sind Clan abhängig. Okay. Okay, I see. Wie ist es damit? Anscheinend nicht. Das auch nicht, okay. Ja gut, sehr interessant. Battle Pass Laden. Ach nein, das hier ist der Laden, okay. Jo. Ah, aber auch nur für einen bestimmten Clan, beziehungsweise ganz genau den ich nicht habe.
Ja, okay, und das ist ja Markenland, ja gut, kennt man. Anpassung, oh hey, hier kann ich ein bisschen was wechseln. Ja, das sieht fast am besten aus. Accessoires? Okay, ganz ehrlich, zu dem Aussehen hier passen die Ohrringe nicht so wirklich. Und das sieht man leider nicht ganz so stark. Ja, wobei, es macht schon was aus. Ich lasse das mal so drin. Brillen. Muss nicht sein. Oh lol. Okay, das ist sehr interessant. Gut, hier gibt's ein paar Emotes, Spielersymbol, ja. Spielerbanner, okay. Ach, du Schande. Und hier kann man alles Mögliche verändern. Ja, und dann wird auch die Kleidung etc. zurückgesetzt. Okay, gut, da war nichts weiter. Körper, okay, also ich bin damit eigentlich zufrieden. Typ kann ich nicht auswählen. Kopf. Ach, das ist Typ, okay. Kopf, ja. Oh, auch interessant. Der erinnert mich fast ein bisschen an Voldemort. Ach, die sehen eigentlich alle gut aus. Ich nehme den. Ich nehme den. Da. Der ist ein bisschen heller, kommt mir vor. Augen. Oh, yo. Ja, okay, die sieht man da nicht ganz so stark ein bisschen. Im Prinzip macht es aber auch nichts aus, oder? Eigentlich, oder? Na, gib mir die. Make-up. Ja, okay, das ist. Das sieht man nicht ganz so stark. Oh, yo. Ja, gib mir das. Und Tattoos? Oh lol. So ein Halsteil. Ohne Ende. Ah, warum nicht? Warum nicht? Gesichtsbehaarung? Hier, yo! Kratos! Yo! Kratos ist in the game und das ist bisschen weniger, fast junger Kratos. Das ist hier vom letzten God of War. Lass weg. Form, Farbe. Oh lol, warte. Norwegischer Kratos. Ja, nee. Lass es weg. So, das sieht ganz akkurat aus. Ah ja, und man kann auch wechseln. Okay. Gut, das will ich dann jetzt aber nicht so wirklich machen. Und der bleibt so. Okay. Herausforderungen. Erreiche mehrere Spiele lang einen der vorderen Ränge. Mindestens Rang 10. Oh, yo. Zocke Spiele. Easy Game. Spiele als ein bestimmter Charakter. Brui. Ah.
Okay. Okay. Ja gut, anscheinend muss man so für ein paar Sachen doch die Klassen wechseln. Will ich aber jetzt fürs Erste nicht. Schalte sind Änderungen und Fortschritt frei. Okay. Bisschen Story. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Okay. Tutorial. Ja, okay. Gut, das werden wir gleich machen. Standorte Elysium. Haupthalle. Ah ja, da sind wir gerade. Okay. Und Charaktere, Gegner. Anarch. Okay. Okay. Ha. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns das Tutorial noch an. Oder warte, sind das... Das sind einfach nur Videos, wirklich? Jo, das hatten wir doch alles schon. Grundlegende Steuerung, ja gut. Okay, es gibt auch einen manuellen Sprint. Kann man anscheinend umstellen. Anarchen. Okay, sind Bots Anarchenspieler. Vampire der Anarchenrevolte werden als versuchen, dich aufzuhalten. Sie haben Zugriff auf gleiche Ausrüstung. Ah, und die gleichen Kräfte wie du. Das ist okay, andere Spieler. Okay. Ja gut, das ist hier Fernkampf, Feuermodus wechseln mit B. Ja gut. Eigentlich bekannte Steuerung, Munition, gibt es verschiedene, okay, schießen, ja okay, gut. Waffen Seltenheit. Ja, drei verschiedene Seltenheiten. Grün, blau, violett, okay. Zielen, ja gut. Okay. Ja. Alles eigentlich relativ normal. Blutresonanz. Das Blut der Sterblichen kann abhängig von ihrer Stimmung verschiedene Eigenschaften aufweisen. Blut dieser Art wird resonantes Blut genannt und kann vor dem Trinken mit Hilfe deiner geschärften Sinne erkannt werden. Es gibt vier Resonanzen, die in beliebigen Kombinationen auf deine Resonanzplätze verteilt werden können. Du beginnst mit drei Plätzen und kannst durch Diablerie von Spielern oder durch Trinken von Instanzsoldaten bis zu sieben Plätze erhalten, okay? Geschärfte Sinne, okay, das ist das mit X und interagieren mit F. Okay. Blutjagden. Wenn du das Ziel einer Blutjagd bist, wirst du gegenüber allen Blutsverwandten in deiner Nähe enthüllt, was sich zu einem leichten Ziel macht. Brechen der Maskerade. Wenn ein Sterblicher mitbekommt, wie du von einem Zivilisten trinkst, ihn tötest oder diablerierst, brichst du die Maskerade, dadurch bist du zum Ziel von Blut, okay. Wiederherstellung der Maskerade, überlebe die Blutjagd und vermeide weite
Weitere Brüche der Maskerade, um die Maskerade wiederherzustellen, da du enthüllt wurdest, Ziel Blüte, war es klug, in Bewegung zu bleiben, okay. Ey, das ist sehr viel. Waffenvorräte gibt es überall, auf Dächern, Wahrscheinlichkeit besonders hoch. Beutefarben. Ja, grün, blau, violett und sogar Gold, okay. Das war höchste, ja, Qualitätsshow, ja, okay, gut, ist das klar. Beutevans, haben wir auch schon gesehen. Kann man looten. Camarilla-Vorrat. Diese Truhen stehen in bestimmten Zufluchten. Der Blutsverwandten, sie. Also, Waffen. Okay, Truhen mit besserer Ausrüstung. Instanz-Lagerkiste. Das haben wir im Tutorial gesehen. Oder das ist eine Instanz, da wo die ja, Instanz-Polizisten mehr oder weniger rumlaufen. Habe ich auch schon gesehen. Schaufensterfronten. Okay, Läden. Läden, okay. Wahrzeichen bringen mit höherer Wahrscheinlichkeit hochrangige Gegenstände. Sie sind auf der Karte markiert, okay. Spieler töten. Am Boden, wenn du Gegner auf 0 TP reduzierst, fällt er auf die Knie, sodass er nur noch kriechen kann. Schaltest du ihn nicht aus, kann er nach einiger Zeit wieder aufstehen. Okay. Du kannst ihn ausschalten, indem du ihm entweder genug Schaden zufügst oder ihn dir belehrst. Diablerie. Wenn du einen Kampf gewinnst und der Gegner auf die Knie sinkt, hast du die Möglichkeit, ihn zu diablerieren. 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 Ja. Indem du zu ihm gehst und F gedrückt hältst, dadurch wirst du nicht nur vollständig geheilt, sondern auch erhältst einen zusätzlichen Blutresonanzplatz sowie Bonus-EP. Okay. Endgültiger Tod, wenn du Gegner am Boden ausschaltest, eilt sie der endgültige Tod. Sie können sich dann nicht mehr regenerieren. Die einzige Möglichkeit, wie der betreffende Spieler zurückkommen kann, ist der Wiedereintritt durch ein Teammitglied, okay? Respawn, wenn ein Verbündeter ausgeschaltet wird, kannst du ihn doch mit Hilfe von Respawn-Station zurückbringen. Suche die nächste Station auf der Karte. F. Ein paar Sekunden für den Respawn, okay? Und Wiederbeleben ist gesperrt. Okay. Inventar-Artefakte. Wenn du Glück hast, findest du vielleicht ein Artefakt mit Kräften, die dir durch die Nacht helfen. Der Effekt ist vom jeweiligen Artefakt abhängig und du kannst immer nur ein Artefakt nutzen. Okay. Verbrauchsobjekte, ja gut. Halten von G. Ja, werde ich vielleicht umstellen, wenn es geht. Du kannst sehen, welche Waffen du ausgesetzt hast. Und Rechtsklick fallen zu lassen. Das kann sie. Ja, was geht mir, wenn sie wieder. Okay. Und das sind die einzelnen Klassen. Okay, gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind alle. Okay. Dann würde ich sagen. Sehe ich mir mal eine Runde an, oder? Es sind schwierige Zeiten, aber es freut mich, dass du gleich zu mir kommst. Ich bin Maja, die Harpie von Prag. Melde dich unbedingt bei Kirill, wenn du es nicht schon getan hast. Okay. Da oben. Kann man da einfach so hoch? Ja! Mehr oder weniger. Scharfschützengewehr? Oh lol. Okay. Okay, Hintergrund Sektenclans.
Clan der Diven. Wunderschön und manipulativ. Okay. Ja, das ist die. Ja, gut. Ach du Schande. Das muss man alles erst freischalten. Oh lol. Oh lol. Oh. Wow, okay. Gut, das ist sehr, sehr interessant. Schallgedämpfte EMP. Repetierflinte. Ey, das ist interessant. Hier wird man bestimmt nochmal runter können. Gibt's hier irgendwas? Ein Secret? Sieht nicht so aus. Ach du Schande, habe ich jetzt hier zu viel Zeit verbracht? Okay. Gut, aber die Einträge bleiben, ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja was, noch was, aber das ist schon richtig gut designt. Tommy Gun, ah ja. Ey, und wie groß das hier auch alles ist. Man kann überall hin. Das ist sehr interessant. Hier wird bestimmt nochmal was reinkommen. Das sieht aber alles richtig, richtig gut aus. Akimbo-Pistolen. Okay. Ja, sieht sehr interessant aus. Aber wie mache ich das hier jetzt? Wisst ihr, was das hier ist? Das wird Part 0 werden. Genau. Das hier ist Part 0. Und ich sehe mich jetzt noch so ein bisschen um. Blutspritze. Mhm. Und beim nächsten Mal geht's dann in der Runde. Da hinten will ich eigentlich noch nicht hin. Gibt's hier noch was? Das ist es. Ich, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich wollte nur. Hier sind die geilen Schwerter. Okay. Also das ist richtig, richtig, richtig nice. Oh. Da geht's auch noch runter irgendwann mal. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Und jetzt bin ich wieder hier. So, da oben war ich. Da oben. Wie bin ich da hingekommen? Da hinten. Da steht auch noch einer. Also hier gibt's auf jeden Fall viel zu entdecken. Also viel zu sehen, viel zu entdecken, ja.
Hi, Hüter des Elysiums. Hallo Fremder, ich bin Custos, 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 nennen wir ihn Custos. Hüter des Elysiums. Ich würde dich gebührend willkommen heißen, aber die Lage ist unsicher und die wenigen Nachrichten, die uns erreichen, verheißen nichts Gutes. Wenn du uns helfen möchtest, sprich mit Kirill, er ist auf dem Balkon hinter mir, zerbricht sich sicher den Kopf. Ich habe gehört, dass wir kurz vor einer Ereignung mit den, dass wir kurz vor einer Einigung mit den Anarchen stehen, aber ihr Verrat lässt uns keine andere Wahl, als sie zu vernichten. Okay. Okay. Oktaeder. Ah, das ist so ein Effekt. Kryptisches Puzzle, das Hinweise und Nachrichten darstellt oder enthält. Okay. Interessant. Da war ich. Hier habe ich alles gesehen. Dann gehen wir mal rauf. Halt. Hier ist noch was, ein Sturmgewehr. Die Infos nehme ich mit. Vielleicht bringt's hier was. Aber das sieht schon richtig, richtig nice aus. Ja, du, mit dir spreche ich gleich. So, sorry, kurzes Thumbnail. Ba-ba-ba. Hier liegt was. Schrotflintenpatronen. Doppelläufige Schrotflinte. Schick. Da geht's rauf. Hier gibt's ein Dartboard. Auch nicht schlecht. Eine normale Pistole. Okay. Hier war ich schon, hier war nichts. Ja, gut. Dann sprechen wir mal mit unserem Kollegen hier und da komme ich so nicht rauf. Ja, genau. Aha. Raufrutschen ist nicht so effektiv. Salvengewehr. Und sowas halte ich mich ja generell eher fern. So, hi. Kirill. Ich bin Kirill, der Sheriff hier. Ich suche Freiwillige zum Anarchenjagen in der Altstadt. Wir brauchen mehr Zeit, um uns neu zu sammeln. Okay, gut. Der, oh, yo, 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 yo! Wie viel Story! Oh Gott, okay, gut, das ist dann. Oh, wow, etwas für ein anderes Mal. Jetzt, ja. Würde ich sagen, war es das auch für den Part hier. Wie es weitergeht, sehen wir dann hoffentlich beim nächsten Mal. Und dann auch in den ersten Runden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.